Mr. Mike. Yo, hier ist der Mike. Heute mal mit einem Video zu einem Controller, einem ganz speziellen. Der ist unglaublich schwer. Ich habe mir den bestellt, Kostenpunkt 130 Euro. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu, der solche Controller nicht kennt und ein bisschen mitreden möchte. Weil 130 Euro ist für mich eigentlich für einen Controller schon viel zu viel. Den habe ich mir jetzt aber eingebildet, weil es ist natürlich ein spezieller Controller. Ne? Es ist kein Sammlerstück, er ist einfach extra gedacht, um ein bisschen mehr, kann man sagen, schummeln eigentlich in der Hinsicht. Ich möchte euch mal schnell erklären, wieso. Ne? Ich habe nämlich einen Grundgedanken, warum ich mir diesen Controller gekauft habe, vor allem bei Ego-Shootern, Online-Multiplayer, Call of Duty. Okay, das ist auf jeden Fall der Elite Series 2, also schon der zweite, ne? Ein Elite-Controller von Microsoft. Alter, der ist unglaublich schwer. Ich würde jetzt fast sagen, der wiegt 800 Gramm Minimum. Ne? Der ist brutal schwer. Heftig, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hoffe mal, das ist das Zubehör, weil so ein schwerer Controller ist jetzt eigentlich in der ersten Hinsicht, würde ich mal sagen, nicht von Vorteil, eher was Leichtes, Schönes, Gemütliches. Ne? Aber da tust du dann auf jeden Fall auch was für die Oberarme, wenn der so unglaublich schwer ist. So einen Controller gibt es auch für die PlayStation 5, da habe ich auch welche gesehen. Den packe ich euch auch mal unten in die Videobeschreibung, da bin ich ja auch am Überlegen, ob ich mir so einen kaufe. Nur bei der PlayStation 5 kosten die 220 Euro, die wo ich meine. Wer sich damit auskennt, checkt bitte mal einfach nur den Link aus, um die Details davon abzuchecken und mir Feedback zu geben. Vielleicht hat auch jemand die zu Hause. Oh, eine sehr schöne Schachtel mit Hülle, nice. Ja, okay, die Schachtel alleine ist schon brutal schwer. Ja, das hat alleine schon unglaubliches Gewicht. Ist hier noch was drinnen? Okay, was ist hier nochmal? Hier ist auch nochmal fett was drinnen. Das ist auch nochmal schwer. Nur Handbuch. Alter, gibt ja was für ein schweres Handbuch. Heftig. Also hier ist schon was drinnen. Ne? Das ist schon mal Gewicht. Finde ich schon mal gut. Der Controller wird leichter. Aber auf jeden Fall immer noch schwerer als ein normaler Standard-Controller. Wow, das ist halt edel, ne? Das ist halt schon edel, ne? Was du hier alles so drin hast. Das ist es, genau. Seht ihr hinten Knöpfe, ne? Auf dem Controller hinten. Genau das ist ja dieses Ding. Hier auch nochmal nice. Hast du die Teile zum Austauschen. Das ist echt edel. Das ist echt edel, muss man sagen. Die Box alleine. Hier nochmal mit Magnet. Alter. Okay, also alleine diese Aufmachung ist schon sehr schick, ne? Hier, die hast du nochmal extra zum Austauschen. Ne? Sind die unterschiedlich? Oh, du kannst die hier echt unterschiedlich machen. Der ist ein bisschen rauer, der ist ein bisschen geschmeidiger. Ne? Oh, das hier auch noch hier, das Steuerkreuz. Es ist schon schick, ne? Der liegt schon echt gut in der Hand. So, und jetzt pass auf, Mann. Grundgedanke, ne? Du spielst Multiplayer, zum Beispiel als Call of Duty, weil ich sehr viel Call of Duty spiele. Du bewegst das Zielkreuz, deine Gun, bewegst du mit dem. Ne? Rutschen tust du auf B. Ne? Du bist gerade am Ziel, möchtest jemanden abschießen, bist am Laufen auch gleichzeitig noch, möchtest dich jetzt gleichzeitig aber noch ducken oder rutschen, weil du kannst ja während dem Laufen B-Taste drücken, dann rutschst du vor dich hin. Ne? Kannst du natürlich nicht. Du musst jetzt das Bewegungskreuz loslassen, rübergehen auf den B-Knopf, auf den Rutschknopf und kannst nicht gleichzeitig rutschen und zielen. Ne? Das kannst du mit diesem Controller jetzt machen, weil du natürlich sagen kannst, hey, du legst die B-Knopf, ne, den B-Knopf legst du unten auf die Taste, verstehst du? Ne? Jetzt hast du hier unten die B-Taste, musst sie hier nicht mehr drücken und kannst gleichzeitig rutschen und gleichzeitig lenken. Ne? Kannst du mir folgen? Oder hier, du könntest hier zum Beispiel gleichzeitig noch die Granatwerftaste einfügen. Du sparst dir wirklich Millisekunden. Das sind Millisekunden, aber so oft habe ich es in einem Game voll der Abfuck, wo ich echt gleichzeitig rüber wechseln muss und nicht schnell genug. Verstehst du? Das sind wirklich teilweise Millisekunden, die dir helfen. Die entscheiden, ob du jemanden killst oder gekillt wirst. Ohne Witz. Ne? Da bin ich jetzt gespannt, wie das in der Praxis so kommen wird. Hier unten auch nochmal Feinheiten zum Einstellen. Ich weiß jetzt nicht genau, für was die Knöpfe hier sind. Sind die für feine Kalibrierung? Oh, okay. Krass, du kannst den hier sperren. Ne? Du kannst den hier gar nicht mehr drücken. Siehst du? Und hier kannst du ihn feiner drücken, oder was? Ah, da kannst du ihn nur halb drücken. Oh, das ist natürlich krass. Das ist natürlich krass. Mit diesen Knöpfen hier unten, gell, kannst du den ganz durchdrücken, halb oder gar nicht. Alter, das ist nice, ne?
Ja, doch, du kannst ihn ja, ist das eine Viertel? Crazy, Alter. Linken Seite auch. Das ist fein nice, Mann. Das ist fein nice. 130 Euro, das ist halt was für, kann man jetzt sagen, ist es was für Pros oder ist es was für jemanden, der sich einen Vorteil rausspielen möchte? Durch Schummeln eigentlich, ne? Dazu gerne mal Feedback. Wie siehst du das? Ja, Mann, ist es was für Pros oder nein, Mann, ist es extra was für Noobs, die zu schlecht sind und diesen Vorteil brauchen, ne? Kann man ja so oder so sehen jetzt, ne? Ja, Mann, bin gespannt. Es ist natürlich nice hier mit diesen Dingern. Knöpfe kannst du tauschen, lieber soft oder lieber hart. Nice, das ist echt cool, Mann. Ach, das Steuerkreuz natürlich auch. Du kannst das Steuerkreuz natürlich auch wechseln. Du kannst unten noch einen dickeren. Hey, es ist für echt edel. Das ist für echt edel. Der Controller hat auch so viele gute Bewertungen. Wie gesagt, ich teste das jetzt mal aus und dann gönne ich mir vielleicht, wenn ich mit dem zufrieden bin, auch nochmal einen für die PlayStation 5. Früher hießen die SCUF-Controller oder heißt SCUF nur ein Controller, den du selber zusammenbaust? Weil es gibt ja auch Controller, die Leute bauen sich das gerne selber zusammen, aber der hat so viele gute Bewertungen. Was ich hier dazu noch habe, ist hier einmal, ne, der Master Chief. Den habe ich mir auch importieren lassen. Das Licht brennt die ganze Zeit. Seht ihr, das Licht brennt hier? Ey, weißt du, das ist so für mich nice, hier. Oh, edel. Ah, das ist edel. Verstehst du, das ist für mich edel. Ne? So. Ah, schick, ne? Nice. Gibt's auch unten in der Beschreibung. Check aus. Ja, Mann. So, ich werde eine Runde zocken. Twitch, Mr. Mike Production, checkt aus. Folgt mir. Diesen Winter geht was. Ich bin voll im Zockermodus. Ich sag's der PlayStation 5, Xbox, alles mit am Start. So, Mann. Viel begeben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Brrr. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, 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 Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, 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 Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. 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 Mike, Mike, Mr. Mike, Mike.